Hallo zurück, ich begrüße euch. Ich hoffe, es wird die letzte Aufnahmesession hier für Visage. Denn so langsam bin ich echt durch mit dem Spiel. Es erschreckt mich nur noch. Auf jeden Fall habe ich gerade schon den Schrecken meines Lebens bekommen, als ich auf Spielladen gegangen bin und gesehen habe, Speicherslot hier irgendwie, ne? Nur so ganz bisschen und so. Aber auf letzte automatische Speicherung sollten wir auf jeden Fall dahin kommen. Und deswegen drücken wir das einfach. Und wir beten jetzt, dass das auch wirklich funktioniert. Sonst haben wir echt verkackt. Dann darf ich das einmal vorspielen. Wieder mal. Was heißt wieder mal? Aber muss ich es nochmal machen. Weil wir das ja hier nicht so kennen. Okay. Kleine Frage. Ja, doch. Nee. Der hat eine andere Speicherung genommen. Wartet mal. Wo sind wir denn jetzt hin? Okay. Wir kommen nicht mehr zurück. Alles klar. Wir sind doch, ich bin ja zurück in den Raum gegangen und habe das Spiel beendet. Und auf jeden Fall gab es doch, wir haben doch diesen Balken rausgezogen gehabt, so unten, als wir runtergeklettert sind. Und dann war ja hier noch das Zimmer, das eine freie, wo wir rein konnten. Das wird jetzt der Weg gewesen sein. Aber hier klemmt und was steht da? Steht da was? Nicht wirklich. Funktioniert eigentlich. Funktioniert nicht. Cool, dann kannst du da auch wieder hin. Ich bin gerade schon wieder komplett angespannt. Läuft alles? Funktioniert alles? Okay, cool. Wir haben hier noch ein paar andere Räume zur Auswahl, die ich zumindest... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wo? Oh. Das ist scheiße. Ist mega kacke. Weil ich nicht weiß, wo er ist. Oh, wir sterben doch. Ich weiß nicht, warum ich immer noch so Schiss vor diesem Vieh habe. Das hat uns schon so oft umgebracht. Wir haben das schon so oft gesehen. Und trotzdem mache ich hier mir jedes Mal in die Hosen. Da ist es. Gott, ist das eklig. Kleiderschrank. Das könnt ihr vergessen. Hier hatten wir jetzt noch eine Tür. Alles klar. Soll das so sein? Oh nee. Ist echt, Entschuldigung, dass ich gar nichts gesagt habe gerade, aber ja, sichi, klar. Nee, nee, nee. Ich weiß, nee. Ich weiß schon wieder gar nicht, was wir machen müssen hier. Wurden jetzt hier reingeworfen? Verschlossen, du brauchst rostiger Schlüssel. Ey, wenn wir doch da... Vergesst es. Da gehen wir doch nicht. Da müssen wir doch jetzt nicht hin. Wir gehen doch da jetzt nicht runter, oder? Da gehen wir doch jetzt nicht runter. Wir müssen da jetzt nicht hin. Oh, ehrlich nicht. Müssen wir wirklich nicht. Echt gar keinen Bedarf. Null Bedarf. Echt null Bedarf. Ganz viel null Bedarf.
Gefunden, rostiger Schlüssel. Alles klar. Scheiß drauf, was kommt, ne? Alles klar. Okay. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. War das vorher auch schon so dunkel? Oh mein Gott. Das mag ich ja wieder gar nicht. So, wir gehen jetzt mal ein bisschen zügiger voran hier. Klar. Oh, nein! Ich habe vergessen, wie ich das fallen lasse. Lass das doch los! Oh mein Gott! Ja. Und das Ding hat mir jetzt was gebracht? Die Planke. Klar. Kommst du mit? Die greifen uns doch. Oh mein Gott, sie greifen uns nicht. Saving, ja. Horrorhaus, ehrlich. Komm, lass. Und wenn das die Folge jetzt nur 10 Minuten geht, ist mir egal, ne? Aber wir hätten es geschafft. Das sieht immer noch nicht so ganz. Also wir müssen das mal wechseln. Oh, kommt schon. Was zur Hölle, Mann, lass das doch. Nee. Nee, nee, nee. Oh Gott, kannst du da bleiben? Bleibst du da? Oh mein Gott. Der bleibt da doch, oder? Bleibt da. Die sagen irgendwas nach da. Oh, wir gehen auch hier gleich so drauf. Ich werde mich doch wieder so mega erschrecken. Natürlich geht es zu mir auch. Warum auch nicht? Ach Gott! Oh. Alter, ich hasse dieses Spiel. Ich hasse es. Warum mache ich das? Ich meine, warum tut ein Mensch sich das selber an? Das macht doch keinen Sinn. Oh, scheiße. Komm. Noch einer. Natürlich noch einer. Es ist stocken. Oh, das war nur eine Lampe. Oh, das... Da war wer. Ey, kommt, lasst mich in Ruhe. Wenn die... Kann ich F5 machen? Speichern aktuell nicht möglich. Warum bauen die eine F5-Taste zum Schnellspeichern ein, wenn es doch eh nichts bringt? Jetzt habe ich mich das letzte Mal schon drüber aufgeregt. Ich weiß. Oh Gott, no risk, no fun. Na komm. Noch ein Jumpscare. Können wir es gleich geschafft haben? Ich kann nicht mehr. Ich bin jetzt schon wieder durch. Für heute. Interagieren. Ich soll jetzt klettern? Zur Tür.
Alles klar. Natürlich völlig normal. Absolut normal. Weiß nicht. Ich weiß nicht, wie ich hier hochkommen soll. Oh, muss ich ernsthaft? Natürlich. Ganz klar. Weil wir können da nicht hoch. Da gehen gerade Spuren lang. Das ist... Oh, wir sind wieder im Haus. Das können wir... Savings. Ja, ich will hier eigentlich gar nicht sein, weil die Ecke da ist ziemlich blöd. Vermeide es, lange im Dunkeln zu stehen. Das scheint ordnungsgemäß zu funktionieren. Finde ich nicht, weil es müsste angehen. Okay. Wir werden sterben. Okay. Oh, funktioniert. Funktioniert das wieder? Es funktioniert wieder. Was ist das für Musik? Klar. Wo bist du? Ich kann es immer noch nicht machen. Ja, komm her. Erst wenn ich dich erwischt habe. Ich bewege mich hier nicht vom Fleck, bevor du nicht in meine Kamera gesprungen bist. Ja, los, komm. Ja, komm her. Wenn ich so halte, müsste ich ihn auf jeden Fall, egal wo er herkommt, immer erwischen. Von oben, von rechts, von links. Da kann ich mal. Ich weiß nicht, wo wir hin müssen. Ob wir hoch ins Badezimmer müssen, weil da brennt das Licht so. Du bist da, ich weiß das. Komm doch her. Also entweder kann ich nur drauf gehen. Oder aber... Noch nicht. Er ist doch irgendwo. Soll er herkommen? Na? Komm her. Wo schleicht er denn rum? Unten im Keller und findet mich nicht, oder was? Oh, egal. Schon wieder nicht mitgekommen, der Fotoapparat hier. Da ist er. Warum ist jetzt das Licht ausgegangen? Ich habe wieder mal
keine Ahnung, wo wir hin müssen. Oh, Alter, das ist so nervig, dass der da... Komm doch her. Ich meine, noch sage ich das. Sterben jetzt. Ich verstehe es nicht. Wo bist du denn? Wo ist er? Irgendwo ist er. Mir helfen auch keine Tabletten, das haben wir schon mal getestet. Das funktioniert nicht. Oh Mann. Und das ist so nervig, wenn ich nicht weiß, wo ich hin muss. Ich sehe die Kratzspuren da. Ich sehe sie. Aber ich habe noch nicht so ganz geschnallt, wo ich hin muss und was ich tun muss. Der Röchelhahn ist hier. Die Asthma-Braut und der Röchelhahn ist. Und Röchelhahn ist, der will sich gerade nicht vor die Kamera stellen, weil er sich zu fein ist. Der sagt sich, nee, ich komme nicht vor der Ecke hervor, bevor du nicht dein Apparat aus der Hand gelegt hast. Teufel werde ich tun. Verstanden, Papier. Oh, Hannes, komm her jetzt. Oh. Ich habe es vielleicht zu doll heraufgeschworen. Wir müssen irgendwas oben machen, glaube ich. Alter, kann der jetzt einfach kommen? Oh, ich werde mich erschrecken. Ich sag's ja. Der kam von der Toilette. Ich frage mich nur jetzt gerade, was ist wirklich unsere Aufgabe? Gut, er geistert da jetzt auch im Haus rum. Wir werden jetzt wieder ein paar Mal sterben und nicht vorankommen. Alles klar, so wie das letzte Mal auch. Gut, okay. Aber, geht das schon wieder? Oh, oh. Also mit Visage hat meine Webcam ordentlich Probleme, muss ich sagen. Jetzt geht's wieder. Hm. Okay. Wir sind wieder hier. Ja, wundervoll. Ich freue mich. Schön, wieder hier zu sein. Hi, cool. Ach ja, ich wollte das machen. Weil ich kann das wieder machen. Wir folgen jetzt den Kratzspuren, ja? Die gehen jetzt hier hoch. Hier lang. Und hören hier auf. Gehen da weiter. Feuerzeug ist da auch noch. Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Ich weiß nicht, ne? Wie ich schon mal sagte, wieso habe ich immer noch so viel scheiße Angst vor diesem Vieh? Der ist hier immer noch in der Gegend. Wir haben die Lichtschalter. Wir hatten die kratzigen Wände. Oh Gott! Oh Gott! Das war klar, dass das wieder alles auf einmal kommen muss. Noch keine Tabletten mehr. Ist das Wahnsinn? Oh, toll. Der schleicht hier immer irgendwo rum. Man kann gar nicht genau sagen, wo er ist. Ist okay. Ist okay. Bleib cool, ja? Also unser Hirn spielt jetzt richtig verrückt. Vollkommen egal, weil der kam jetzt direkt aus der Uhr. Was zur Hölle ist unsere Aufgabe? Wir sind ja aus dem Raum wieder rausgekommen und stehen wieder in dem alten Haus. Und alles, was wir bis dato erlebt haben, war so, ja, keine Ahnung, wo wir da rumgegangen sind. Rumgekrochen und geflochen sind. Keine Ahnung. Also die Kratzspuren sind schon sehr auffällig, finde ich. Und deswegen dachte ich, wir folgen denen mal. Aber irgendwie, anscheinend wohl nicht. So. Da haben wir Kratzer. Die führen in die Richtung. Gut. Alles klar. Wir müssen hier hoch. Ja, ja. Brennt halt alles durch hier. Also bringt es eigentlich gar nichts mehr, ob ich jetzt hier Blitzlichtgewitter mache oder nicht. Weil sowieso alles für die Katze ist. Hm. Das klemmt. Nice. Das klemmt auch. Perfekt. Mega gut. Können wir hier irgendwas nehmen? Nein. Da sind noch Pillen drin. What? Okay, bleiben wir einfach hier so am Geschehen. Warum auch immer da jetzt Wasser einläuft. Oh, entschuldigt bitte, wenn ich wirklich so ruhig bin, aber mit Feuerzeug anzünden. Aber ich bin gerade echt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Oh, da kommt doch bestimmt irgendwas raus.
Lass mich raus. Das kann man wieder zu, aber komme ich besser durch. Kommt schon. Echt? Ich meine, immerhin, wir kommen weiter. Ich will mich nicht beschweren an sich, aber ich weiß ganz genau, dass das nichts Gutes zu bedeuten haben kann. Hier liegt schon Föhn. Lass uns einfach in die Badewanne steigen, den Föhn reinschmeißen. Also, das macht man natürlich nicht, das darf man auch nicht machen, aber einfach nur um diesem ganzen Grauen hier zu entkommen. Ich meine so, oh, da ist doch irgendwas drin. Oh mein Gott, da kommt doch bestimmt irgendwas hoch. Nee, Panik. Komm schon. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein. Nicht diese Tante wieder. Ich war so froh, dass wir die endlich losgeworden sind. Nein. 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 Oh. Nein. Oh. Ich weiß. Nein. Natürlich. Oh, ich blende mich mal aus. Oh mein Gott. Komm schon, wir werden ertränkt oder so, oder? Oder tauchst du da in der Badewanne auf? Oh mein Gott. Oh, da blubbert was. Oh nee. Oh mein Gott, nein, 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 nein. Oh, es ist ekelhaft. Oder es ist. Ja, haben wir es geschafft? Bitte lass es uns geschafft haben. Nee, noch nicht ganz. Ich bin noch mal kurz. Ich glaube, wir dürfen. Okay. Lucy! Supper's ready! Come on up! Lucy? Nee, komm. Kann ich... Oh Gott! Ist nichts passiert, aber noch nicht. Ach da. Oh mein Gott, okay. Ich dachte so, jetzt stehen wir hier komplett im Dunkeln. Okay. Why would she do that? She loved Vigo. I don't know. She's never done anything like it. Ist ganz schön leise. I think we should see a professional. Der wird da auch nicht mehr helfen können. Okay, müssen wir da denn weiterhin? Ich glaube ja, ne? Scheinbar. You heard the diagnostic. She could be in danger. We don't have much of a choice. I know all that. But who the hell prescribes syringes for a child? Couldn't they just give us pills like everyone else? How can a child trust a parent that thrusts needles up their arms? This new doctor clearly doesn't know anything about parenting. Hm. Es muss auch heftig gewesen sein. Ich meine, ich hasse Spritzen ja so oder so, aber wenn meine Mutter mir die hätte ewig geben müssen, ja, wäre nicht cool. I don't want their help anymore. She's only been worsening ever since we went to these doctors. Imaginary friends and all these weird behaviors. She doesn't even call me mom anymore. They're just trying to help. It's not their fault. Even before we sought their help, she had problems. She killed Pico for fuck's sake. Don't you remember? Also ich finde ja,
dass keine Spritzen und keine Tabletten das, glaube ich, beheben können. Oh mein Gott, nicht die Badewanne. Fand das eben schon eklig genug, als der Kopf da rauskam. Das fand ich nicht nice. Echt nicht. Überhaupt nicht schön. Jetzt blutig. Und jetzt kriegen wir es richtig ab. Jumpscare. Natürlich tauchen wir. Klar tauchen wir. Egal. Wir tauchen da jetzt hinein. That door now. Also, herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Hauptinhalt der Early Access Version beendet. Wir freuen uns auf dein Feedback. Danke, dass du die Early Access Version gespielt hast. Von uns allen im Set Square Studio. Zum Aufwachen eine beliebige Taste drücken. Erstmal noch nicht wieder aufwachen. Ich finde das Spiel ganz großartig. Ich wünschte mir, es wäre manchmal etwas offensichtlicher, obwohl sie haben ihre Hinweise gegeben. Absolut. Sie haben die Kratzspuren hinterlassen, die Lichtschalter, die ich komplett übersehen hatte. Es ist ein bisschen knifflig, aber genau das macht es irgendwie auch aus. Dieses ein bisschen Rumgesuche, das macht den Nervenkitzel aus, weil man halt dementsprechend drauf geht. Es kommt aber irgendwann der Punkt, finde ich, wo man echt einfach keinen Plan mehr hat, was man machen muss. Und dann stirbst du. Das war irgendwie ein bisschen doof. Aber trotz allem, ich finde es schön, dass sie es zum Ende hin aufgedröselt haben, was jetzt eigentlich noch war. Keine Ahnung, welche Rolle wir jetzt eigentlich gespielt haben, also vom Protagonisten. Wer waren wir? Waren wir jetzt der Vater? Waren wir irgendeiner, der da jetzt neu eingezogen ist und jetzt durch was weiß ich nicht was erfahren haben, was mit den Vorbesitzern passiert ist oder mit der Tochter, die sich den Kiefer rausgerissen hat? Also, naja. Geiles Spiel. Wenn es euch gefallen hat, holt es euch selber nochmal. Wie gesagt, das ist Early Access. Das wird die ein oder anderen Bugs halt eben geben. Obwohl ich jetzt soweit eigentlich nur diesen einen hatte, wo wir da das Spiel nochmal neu laden mussten im Türrahmen, wo ich das Feuerzeug blöd gedroppt habe. Aber hey, es ist mega gutes Spiel. Viele gute Jumpscares. Und wer auf Atmosphäre steht und nicht unbedingt, weiß nicht, Atmosphäre ist alles bei Horror. Also wenn ihr auf Atmosphäre steht, spielt das Spiel, kann ich nur weiterempfehlen. Und ich sage jetzt einfach mal, wir drücken mal eine beliebige Taste zum Aufwachen, weil ich mal wissen will, was passiert. Okay. Also den Hauptinhalt haben wir geschafft. Und jetzt läuft das Monster hier wahrscheinlich immer noch rum. Nö. Da liegt der Kiefer. Da ist der Schlüssel. Safe-Schlüssel. Er ist wirklich hässlich. Da liegt der Kiefer drin, den wir uns anschauen können.
Hier kann uns nichts drin passieren, oder? Oh, okay. Ende von Lucys Kapitel. Ein schauriges Ende. Es geht noch weiter? Sag mir nicht, dass das noch weitergeht hier. Room 302. Was ist der Raum 302? Kleine Frage, was war der Raum 302? Achso, die Inhalte stehen in der Early Access nicht zur Verfügung. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob hier jetzt noch Monster rumlaufen oder nicht. Ich bin gerade etwas überfragt. Ob wir jetzt... Nehmen wir alles an. Ach nee, und dann droppen. Die Tür mal zu hier. Kann man jetzt F5 machen? Schnellspeicherung, jetzt funktioniert's. Das heißt, wir könnten jetzt quasi noch irgendwelche Sachen zusammensuchen. Cool, wir haben den Kiefer gefunden. Das sieht aus wie ein Ausstellungsständer. Ja, ja. Ich habe keine Ahnung, müssen wir jetzt hier noch irgendwas machen? Ich guck mal eben auf die Uhr, aber sonst würde ich hier halt erstmal sagen, dass wir soweit durch sind. Weil, geht alles wieder. Es ist recht ruhig. Wir müssen wechseln. Ich habe das vorhin so gehabt, dann brauche ich das jetzt auch so. Und danke, aber vielleicht wollte ich hier durch. Ich kann jetzt erstmal wieder überall Licht anmachen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir können jetzt wirklich nur noch erkunden oder so. Mit ein paar Jumpscares zwischendurch wegen der Musik. Würde mich dann jetzt, glaube ich, aber trotzdem so mit dem schönen, wundervollen Abschluss, weil wir so schön hier gestanden haben und gewartet haben, bis er kam, würde ich mich jetzt gerne verabschieden wollen und sage, wir haben die Hauptinhalte in der Early Access haben wir jetzt freigespielt und freigeschaltet und haben wir durch und ich bin fertig und habe meine Meinung zum Spiel schon geäußert. Ich finde es gut. Ich finde es wirklich großartig. Es ist ein bisschen hinderlich, wenn man nicht immer unbedingt sofort checkt, wo man hin muss, was man tun muss. Was natürlich auch
natürlich den Sinn ein bisschen ausmacht, weil man etwas verzweifelt durch die Gegend irrt. Und würde sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und wir sehen uns dann auf jeden Fall beim nächsten Horror-Let's Play. Tschüss!